So, jetzt rollt die U52 runter zum Startpunkt der Piste 3-1 und am Startpunkt der Piste 1-3, also im Flug demonstriert. So, ja, genau. Also, danke sehr. George Perez, das ist euer Applaus für diese Piste. So, ganz kurz an Information, Hans-Jürgen Stork, Delta Echo Mike Oscar Fox, der Pilot des Stieglitz, der vorhin im Motormotor so geflogen ist, der darf sich mal ganz kurz bei euch vorstellig machen, weil nach dem momentanen Stand bin ich Inhaber deiner Luftfahrzeugpapiere und somit gehört mir damit der Stieglitz. Dankeschön. Hans-Jürgen Stork, wenn du hörst, komm mal zu uns, wir machen einen Deal. Du kriegst deine Zulassungsurkunde, dein Eintragungsschein, dein Luftflüchtigkeitszeugnis und dein Wortbuch. Und ich nehme deinen Flieger. So, und dann macht sich dort unten am Startpunkt der Piste 3-1 nach der anfliegenden Junkers U52 ein weiteres Highlight des heutigen Vormittags. Ja, ist noch Vormittag. Ja, oder? So, das Fahrwerk ist draußen. So, Leute, jetzt, bevor wir weitergehen, gerade eine kurze Info von der Rutsu. TBM, Roman Avenger, der Recher, geflogen von Laurent Calabé. Und hier, MS-406 Morgan. Dankeschön für eure Vorführung. Danke Dieter, danke Fritz. So, jetzt im Startlauf. TBM Avenger, der Becher, 1750. Jetzt heißt es, behind the landing U52, line up and hold. If the runway is clear, you are clear for takeoff. To your display. Und dann geht's gleich los. 1320 PS verteilt auf 4 fliegende Getränkedosen aus Aluminium. Radka Machova, Jiří Zala, Miroslav Krajčí und Jiří Vertrek.